Tja, das ist natürlich der Hammer, ne? Schön entspannt an einem großen Gewässer mit dicker, fetter Rute auf dicke, fette Brocken. Das wird auch mal Zeit. Schön auf die dicken Dinger hier in Russian Fishing 4. Gucken wir mal, was wir hier dran haben. Ah, zweiter Wurf und es fängt an zu zuppeln. So moke wie dat. Das ist natürlich richtig geil. Gucken wir mal, was wir hier dran haben und was hier im Moment noch nicht raus will auf meinem viel zu dicken, fetten Setup. Schön am Jiggen hier an der Achtuba. Und im Idealfall haben wir hier ein paar schöne Welse mal dran, Alter. Wird doch mal Zeit, dass der Bengel mit seinem Weltset auch mal ein paar Welse rauszieht, oder? Wobei das jetzt hier eher was Lüttes ist, weil hier muss ich ja nicht mal die Bremse irgendwie zumachen. Und kann hier gerade ganz entspannt das Ding hochziehen. Kurbeln, kurbeln, kurbeln. Einfach hochdrehen, jawohl. Und guck mal da. Da ist er schon, der Lümmel. Zack, 15 Kilo. Schön auf entspannt. Das schmeckt doch. Das schmeckt doch gut. Leicht verdientes Silber. So. Und jetzt wieder hier auf Logger. Zwei Umdrehungen machen. Gerade hat er schon direkt angebissen. Ging sofort. Ich komme im Moment, wundere mich gerade, ich komme im Moment noch nicht so richtig, zack, doch, da ist er, noch nicht so richtig in die Jigführung hier rein. Aber anscheinend muss ich auch gar nicht. Denn die Welse sind gerade hier relativ greedy. Ich denke auch, das wird ein Wels sein. Ja. Den man jetzt einfach schön entspannt hier hochpumpen kann. Ja, gerne. Gerne. Wichtig ist halt auch ein bisschen Frequenz, ne? Dass man jetzt beim Welsangeln nicht so viel Leerwürfe hat. Denn die Nacht ist kurz. Und wenn man die Nacht halt komplett nutzen will, jetzt stell dir mal vor, da geht gleich noch ein dicker Brocken dran. Und man hat dann pro Nacht vielleicht nur 3, 4 Fische. Das ist halt ein bisschen zu wenig dann, ne? Da muss schon ein bisschen was gehen. Zack, der nächste, 20, schön. So kann das weitergehen. So, wieder raus. Ich mach mal ein bisschen schneller. Mal auf 45. Zwei Umdrehungen. Warten. Auch wieder ein bisschen warten. Aber das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus, ne? Das wäre doch mal was, ey. Schön einen dicken, fetten Monster-Drill, ey. Würde ich mir antun. 100 Kilo Wels. Schmeckt, ey. 100 Kilo Wels würde ich mir tatsächlich antun, ey. Irgendwann muss der ja ran. Irgendwann muss man ja mal so einen dicken, fetten 100 Kilo sich reinziehen, ey. Dicke, fette Wels-Trophy. So, und raus wieder hier mit der Route und einfach mal die Richtung gewechselt. Ich bin hier übrigens am 15-Meter-Loch oben. Heißt, ich habe es gerade von hier aus geworfen nach oben. Hat auch ganz gut zweimal funktioniert. Und jetzt werfen wir einfach mal anders herum. Denn ich komme einfach nicht in den Jig. Kannst du dir ja nicht ausdenken. Wie sieht das jetzt aus hier? Eine Umdrehung. Eine Geschwindigkeit 40. Anderthalb Umdrehung. Ist die Strömung hier wirklich so heftig? Hammerhart, Alter. Hammerhart. Und das mit den dicken, fetten Bleiköpfen, die ich hier dran habe. Die haben ja mächtig Gewicht. Wir können aber mal kurz auf Set eingehen. 3 Nuller Haken, 54 Gramm Blei und dann hier den momentan schon fast Klassiker, den Twister 110.008 und ja, dicke fette Schnur, das Set eben so ausgelegt, dass ich die Bremse zumachen könnte. Ich hoffe natürlich auf den Drill, dass ich das gleich nochmal kurz zeigen kann. Bremse zumachen, muss ich gestehen, mag ich eigentlich gar nicht. Denn das ist
Ja, man kann sagen, Angeln am absoluten Limit. Ja, Bremsen natürlich auch. Und das Schlimme ist, es geht natürlich auch übelst auf den Verschleiß vom gesamten Setup. Das heißt also, wenn man das mit einem nicht ganz so guten Set macht, hat man da ratzfatz, da ist doch der Jig, hat man da ratzfatz sehr, sehr hohen Verschleiß drauf. Und dementsprechend schnell ist man natürlich auch viel schneller dabei, dass dann ein Set-Teil irgendwie bricht. Zack, da haben wir den nächsten kleinen. Was hier jetzt am ehesten, also bei meinem Setup hier am ehesten bricht, ist der Haken. Das ist eben geil. Also mein Set ist so ausgelegt, dass wenn was kaputt geht, das schwächste Glied in der Kette sozusagen, ist der Haken. Und dementsprechend ist es für mich natürlich übelst entspannt. Zander aller schmeckt, nehme ich auch gerne mit. Zander nehme ich auch gerne mit, gerne auch mehr davon. Bringen ja mittlerweile auch richtig gut Kohle. Also versuchen wir hier nochmal in den Jig reinzukommen. Ich werfe jetzt hier gerade schön Richtung Base. Man sieht die da hinten schön leuchten. Zwei Umdrehungen, passt das. Eine Geschwindigkeit. Ich mache mal ein bisschen auf 45, doch nochmal schneller. Da stand doch gerade noch was. Absinken. Ja, und dann ist es halt, wie gesagt, immer so ein bisschen tricky. Ne? Das heißt, sobald die Bremse halt ganz zu ist, ist es die ganze Zeit ein extremes Wachsamsein und Aufpassen auf die Bewegung des Fisches, die Actionbar die ganze Zeit im Blick behalten. Denn sobald der rote Bereich ja am Ende ist hier unten von der Actionbar, dann war es das eben auch komplett. Ne? Dann ist halt Bruch. Wollen wir ja nicht. Ich werfe nochmal ein bisschen weiter aus. So, absinken lassen. Ist auf dem Grund, noch nicht so ganz. Man sieht das ja immer an der Schnur, ne? Wie weit geht die runter? So, jetzt ist er, glaube ich, auf dem Grund. Eine Umdrehung. Und da siehst du, da kommen wir doch auch in den Jig. Also ruhig ein bisschen weiter, zack, und da haben wir auch den Biss. Geht doch, Alter. Geht doch. Siehst du. Und wenn jetzt noch ein bisschen was Dickeres reingehen würde, ne? Mega gut, ey. Würde ich aber feiern, ey. Oder so ein Albino. Alter, überleg mal, hier würde ein Albino reingehen. Anders wild. Ei, 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 ei. Ja, 4 Kilo Quappe nehme ich auch mit. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Nehme ich alles mit. Ich nehme sowieso alles mit. Ich nehme sowieso alles mit. Hauptsache, kann man gut verwerten hier. Und es ist halt immer auch interessant, ne, was so reingeht. So. Jig. Jig. Geil. Eine Umdrehung. Ein bisschen warten und dann geht's rein hier. Jawohl. Aber schon wieder raus. Zweite Mal, dass er wieder rausgeht aus der Jig-Führung. Vielleicht mache ich doch zwei Umdrehungen. Und absinken lassen. Jawohl, zwei Umdrehungen, absinken lassen. Genau, so klappt's. Ich sitze so ein bisschen davor. Im Idealfall ist es so, man hat eine schöne Möglichkeit, schön konstant diese Jig-Führung durchzuziehen. Und in dem Moment, wo der Schriftzug weg ist unten, wo dieser Schriftzug Jig-Führung, in dem Moment, wo der weg ist, dann ist eigentlich der Biss. Da muss man gar nicht irgendwie großartig gucken. Im besten Fall, bäm, geht natürlich auch die Rute runter. Aber manchmal jiggt man halt so auf entspannt und dann kommt der Biss und es passiert erstmal nichts. Das heißt, der Wels schluckt sich das Ding einfach ein und sagt sich so, das ist meins. Und dann bleibt der Brocken da einfach liegen. Und weil man ja vielleicht gerade auch in so einer Jig-Pause ist, kurbelt man ja nicht. Und es passiert halt auch einfach nichts, ne? So, wieder raus damit. Ich hoffe, ich kann noch so 2-3 Stunden hier durchziehen. Wäre nicht so schlecht. So, wieder absinken lassen. Wir sehen, die Schnur ist schön weit unten. 1, 2 Umdrehungen. Jig-Führung. 1, 2. Immer noch die Jig-Führung. 1, 2. Immer noch die Jig-Führung. So. Jawohl.
das ist einfach geil. Und ich, wie gesagt, es ist einfach dieser Drill immer mal wieder. Also ich muss gestehen, so für auf ewig habe ich da ja nicht Bock drauf. Aber so zwischendurch mal so einen fetten Drill an einem richtig geilen Gewässer. Also wenn man dann auch die Chance hat, dass da auch wirklich große Brocken reingehen, dann macht das halt eben auch wirklich Spaß. Gerade hier an Achtuba hat man eben die Chance auf die richtig dicken Brocken. Von daher muss man das auch einfach mal zwischendurch testen. Aber was eben wichtig ist, und das ist das, was ich vorhin schon sagte, es muss eben passen. Und das sieht halt momentan noch nicht so geil aus. Alter Falter, habe ich meine... Wack, 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 wack. Ich habe einen fucking Anker nicht gesetzt. Und ich wundere mich schon, Alter. Wo ich hier eigentlich bin. Du kannst es dir nicht ausdenken, Alter. Dass ich damit überhaupt noch in den Jig reingekommen bin, wundert mich jetzt. Dass ich damit überhaupt noch den Jig zustande bekommen habe. Das ist ja übelst schwierig. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Was haben wir jetzt die Woche? Fail-Wochen oder was? Fail-Wochen bei Feierabend? Kannst du dir ja nicht ausdenken, Alter. Ei, 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 ei. Nee, sowas kannst du dir auch echt nicht ausdenken. Da schlonder ich und schlender ich jetzt so. Jetzt bin ich erst drin. Jetzt bin ich erst im Anker drin. Ah, Jesus. Ja, das ist natürlich geil, ey. Aber jetzt, wie gesagt, im Anker drin und jetzt nochmal wirklich die Chance, auch ein bisschen was zu reißen hier. Katastrophe. Aber auch wieder im Jig drin. Also, dass ich überhaupt was gefangen habe. Da bin ich ja echt froh, ey. Schlimm das allen. Schlimm, schlimm, schlimm. Man darf halt, das ist eben das Blöde, ne? Gerade wenn du mit dem Boot treibst, ziehst du diesen Köder so ein bisschen. Und das Wichtige beim Jig ist halt dieser Hüpfer. Du ziehst hoch, lässt ihn fallen, ziehst hoch, lässt ihn fallen. Und wenn du ihn halt fallen lässt und danach so ein bisschen noch, und der schleift so ein bisschen weiter, dann ist halt direkt vorbei. Keine Bewegung danach, ne? Ziehen, fallen lassen, keine Bewegung. Ziehen, fallen lassen, toter Fisch, keine Bewegung. Ei, 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 ei. Katastrophe, ey. Ja, so kann das natürlich auch nichts werden. Sind wir hier neben dem, ist eigentlich auch nicht schlecht, einfach mal testen. Neben dem 15 Meter Loch. Guck mal, wie das auf einmal gut funktioniert hier, ne? Auf einmal, Alter, ohne Probleme. Was ist denn mit dem Anker los? Ist mir der... Vielleicht hat mir so ein Wels den Anker abgefressen. Kann natürlich auch sein, ne? Tja, was soll ich sagen? Die Nacht ist durch, die Nacht ist vorbei. Wir haben 7 Uhr. Jetzt noch gezielt auf Wels ist schon ein bisschen schlecht. Heißt also, nächste Nacht direkt nochmal probieren. Weiter testen. Und ich werde jetzt gleich hier mir eine Stelle suchen. Direkt auf dem Boot bleiben am besten. Und vielleicht mit der Stippe hier mal ein bisschen rumprobieren. Einfach treiben lassen. Oder ich probiere mal hier mit Wecki-Wurm. Auch das ist natürlich immer eine gute Idee. Gerade an dem Gewässer geht richtig viel auch mit dem Wecki-Rig. Und dann eben hier ganz, ganz viel verschiedene Sachen rausziehen. Ich teste jetzt gleich auch hier nochmal ein bisschen. Und auch das zeige ich gleich nochmal eben im Kescher. So, und ich würde sagen, wir ziehen mal hier den letzten auf Wecki-Rig raus. Wir haben es 18, fast 19 Uhr. Jede Menge Kleinkram ist hier reingegangen. Es sind ja, kaspische Schwarzhering, Schwarzrückenhering, Kaspi-Maifische sind ein paar reingegangen. Das war nicht so schlecht. Ich habe ein paar Köder weiter rumgetestet und ausprobiert. Und jetzt hole ich mir erstmal schnell noch ein weiteres Ticket. Denn es gibt ja nichts Schlimmeres beim Welsangeln, als wenn man kein Bootsticket mehr hat. Alter, da wurde aber auch Zeit, ey. 5, 6 Mal jetzt schon durchgezogen hier und nichts passiert.
Und jetzt haben wir hier, glaube ich, tatsächlich mal einen Brocken, wo wir ja die Bremse zumachen können. Das heißt, ich mache sie jetzt mal zu. Ihr seht das Zeichen hier. Und jetzt heißt es halt wirklich aufpassen, wie hoch kann ich jetzt hier ziehen und pumpen. Bei der 29 dreht er halt nochmal durch. Das heißt, jetzt muss ich halt aufpassen, die ganze Zeit am besten den Finger auf dem Mausrad haben, dass ich im schlimmsten Fall halt einfach direkt wieder aufmachen kann, die Bremse. Warum ist das so angenehm beim Welsangeln? Weil der Wels halt in der Regel nicht so viel Action macht und nicht so wild ist und sich so gut hängen lässt. Wenn er denn mal abgeht, kann man halt immer noch aufmachen. Auch der wird jetzt nicht besonders groß sein. Ich denke mal so vielleicht um die 20 plus, vielleicht 30 Kilo oder sowas. Aber man kann ihn halt jetzt deutlich angenehmer rausziehen, ohne dass man hier die ganze Zeit mit der 29er Bremse dagegen halten muss. Das ist halt das Angenehme. So, jetzt machen wir mal ein bisschen pumpen. Guck mal, geht sogar ganz einfach hier. Könnte ich den jetzt auch... Oh, wir müssen mal gucken. Mein Energiebalken ist ziemlich weit unten. So, noch schön ein paar Kaffee reinkippen. Wichtig, ohne Power kann man auch nicht gut pumpen. Und jetzt halt langsam ranziehen. Ne? So. Ja, richtig viel Meter kommen da nicht zustande, ne? Wenn er nicht will, dann will er halt nicht und hält sich schön dagegen. Aber so und so ähnlich darf es gerne weitergehen. Ich hoffe, da geht gleich auch noch ein bisschen mehr rein. Doch, jetzt kann ich noch einen Kaffee trinken. Am besten ist, wenn man Hunger hat, dann kann man nämlich die ganze Zeit Kaffee saufen. Am besten gar nichts richtig essen, ey. Nur Kaffee. Nur voll auf Pump, Alter. So. 29er Bremse. Ja, 29er Bremse dreht er halt so ein bisschen durch, ne? Deswegen sofort zu. Ganz dicht und fertig. Würde ich das machen auf einen anderen Fisch als Wels? Nee, im Moment nicht. Im Moment nicht. Da sehe ich das gar nicht. Hier aufpassen, aufpassen, aufpassen. Gerade jetzt hier im Endbereich, also jetzt kurz bevor er halt hier an die Oberfläche kommt, bin ich auch nochmal vorsichtiger. Denn, wenn er gleich eskaliert und anfängt rumzuzappeln, weil er auf einmal irgendwie an der Oberfläche ist, dann kann es natürlich sein, dass er dann hier richtig abspackt, einfach hier wild wird und durch diese ganzen Aktionen, dass es dann einfach zu viel wird hier, ne? Deswegen jetzt nochmal schön zum Ende hin vorsichtiger sein. Aber ich glaube, wir haben da noch ein paar Meter. Noch haben wir da ein paar Meter. Der ist noch ziemlich tief. Man sieht es einmal an dem, an der Schnur, wie viel Schnur schon eingeholt ist. Und wie gesagt, so riesig fett ist der nicht. Oder es fühlt sich einfach gerade zu leicht an. Das Schöne ist, er ist jetzt gerade schön mit der Strömung natürlich mitgekommen. Auch das ist super praktisch. Da muss man nicht so gegen die Strömung auch noch arbeiten. Ja. Also kontinuierliches Kurbeln, das ist schon mal gut. Und es ist nicht zu viel für das Setup, auch das ist gut. Ja, und das ist aber auch hier wieder, ne, dann der Nachteil. Wieder auch eben nur ein dicker fetter Brocken bisher hier in der Nacht. Und ihr seht, die Nacht ist schon wieder bald vorbei. Vielleicht schaffe ich es gleich im Anschluss noch einen weiteren zu ziehen, das wäre natürlich nicht schlecht. Aber das Ganze alleine nur ums Kohle machen, dafür ist es halt häufig ein bisschen zu tricky, ey. Nur für die Kohle kann man das, glaube ich, nicht ganz gut machen. Oder der Spot rennt. Also wenn es wirklich ein guter Spot ist, da ist er doch schon. Wo jeder Brocken... Alter. Nicht schlecht. Komm ran hier. Alter, okay. Mit 47 Kilo habe ich nur nicht gerechnet. 30 hätte ich gesagt. 47 finde ich gut.
schmeckt, direkt rauswerfen, wir haben keine Zeit und auf den nächsten hoffen. Und noch ein kleiner. Also, tatsächlich hier auf der rechten Seite vom 15-Meter-Loch, da scheint eher was zu gehen. Auch wenn es jetzt hier nur mal eine Quappe ist, schöne Quappe. Aber auf der linken Seite hatte ich irgendwie gar nicht so die guten Ergebnisse. Deswegen ziehen wir jetzt hier einfach nochmal schön ein bisschen durch. Ich hoffe, da geht noch ein bisschen was. Ein paar Stunden, Morgenstunden werde ich nochmal testen. Und dann gehen wir natürlich gleich nochmal hier in den Kescher reingucken. Ab zum Fischmarkt und gucken, ob sich das denn auch so ein bisschen wenigstens lohnt hier mit den Welsen. So, ich habe die Morgenstunden jetzt gerade noch ein wenig durchgejiggt. Jetzt haben wir schon bald Mittag. Und so sieht es gerade aus hier in Gänze. Das war jetzt hier die Zwischenzeit mit dem Wecki-Rig. Das war hier die erste Nacht mit den ersten paar Welsen, die zweite Nacht. Und bei dem oder nach den Wels habe ich noch ein bisschen rumprobiert, auch auf dem grünen Quicker und auf gelbem Schaumgummi, beziehungsweise bei den Kunstködern hier, wie heißen die, was sind das, die 80er? 80er hier, das sind die, genau. Lynz Minnow in Gelb, den hatte ich auch noch mit verwendet und getestet. Auch da sind dann noch ein paar Zander reingegangen. Die nehmen wir natürlich auch gerne mit. Auch noch so Quappen und in, ich sag mal, in der Gewichtsklasse schmeckt das doch auch schon richtig. Alles so um 3-4 Kilo. Und da habe ich mir gedacht, komm, nach dem Flusskrebs reicht es dann aber auch für heute. Und wir gucken jetzt erstmal rein, sortieren das Ganze mal eben kurz nach Preisen. Ja. Und so sieht es aus. 120 Silber für einen 47 Kilo Fisch ist schon nicht so verkehrt. Dafür, dass der doch relativ schnell drinne war, schmeckt. 20 Silber für einen, andersrum, 50 Silber für einen 20 Kilo Fisch. Auch das ist natürlich ganz okay. Ne? Zander, auch da richtig geil. Der liegt bei 4,8, man sieht es so gerade, 4,8 Kilo. Für fast 32 Silber, mega gut. Ihr seht auch hier die ganzen Zander, richtig gut Kohle. Das heißt, da muss man echt überlegen, ob man sich an die Stelle nicht einfach mal stellt mit dem Zander-Set so rum. Und ja, trotz allem vielleicht noch genug Tragfähigkeit, um vielleicht zur Not noch einen Wels rauszuziehen. Ne? Das heißt, vielleicht eher auf Zander gehen und ich teste einfach mal die Tage schön hier mit einem gelblichen Köder nochmal auf Zander und wenn dann ein Wels reingeht, ist es halt vielleicht auch nicht so schlimm, nehmen wir den auch mit. In Gänze sind wir jetzt hier gerade bei 417 Silber, das Ganze ist soweit okay, daher, oder ich sag mal, darum okay, weil es mir ja jetzt speziell nicht so um das Silber geht, sondern hauptsächlich darum, mal so einen dicken, fetten Wels nochmal zu ziehen. Wenn man dann natürlich zwischendurch noch ein bisschen Beifang hat, schmeckt das Ganze natürlich auch. Auch nicht verkehrt sind hier, ihr seht hier die Caspi-Mai-Fische. Wenn man die in einer guten Frequenz fängt, 5 bis 13 Silber in der Größe, ist das schon richtig geil. Über 100 Gramm, ich glaube, die gehen ja 250 Gramm oder so schwer. Also die werden ja richtig dick auch noch. Da kann man auch gut Kohle mitmachen. Und dann ist hier noch ein bisschen Kleinkram dabei. Gar nicht so viele unmaßige, das passt eigentlich schon im Großen und Ganzen. So sieht es aus. 400 Silber gemacht. Kratsching. Weiter geht's. Petri Elümmels, wenn das Ganze geholfen hat, gern einen Daumen da lassen fürs Video. Den Kanal abonnieren für mich und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.